Das ist fein, das ist auch sehr wienerisch. Es gibt viele Walzer, Polka und Quadrille, die sind sehr lebendig und auch das macht irrsinnig Spaß, die zu musizieren. Ein schreckliches Drama eigentlich, inspiriert von der Commedia dell'arte, aber auch Romeo und Julia, wo eigentlich unsere Personagen werden sich vergiften, vor Liebe natürlich. Wir haben gewisse Themen, so wie der Schleier, der hin und her durch die sehr oft die Holzbläser sich bewegt. So. Meinst du, dass die Blechbläser und die Fagotte, die führen auch den Drama durch schwarze Farben? Die Musik jetzt da erzählt ganz genau die Geschichte. Von der Form her, von der Struktur, kann man schon also sehr viel erkennen, wo seine Wurzeln auch waren. Die Basis natürlich ist die klassische Musik, aber der hat auch dadurch seinen Weg gefunden. Das stimmt, dass diese Pantomime während der Zeit der Aufführung war irrsinnig bekannt und alle haben das gespielt. Und jetzt irgendwie ist es wirklich Zeit, diese Musik wieder zu erkennen.